Hallo und willkommen zu den langen Haaren und willkommen zu Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Und wir sind hier angekommen und müssen den letzten Lantern finden, und zwar Sinestro. Sinestro, genau. Das weiß ich nämlich schon. Und deswegen gehen wir direkt rein. Ich weiß das natürlich schon, weil wir es ja am Anfang schon gesehen haben, die ganzen Lanterns. Und da weiß ich natürlich, dass er der letzte Lantern ist. Also auf zu Jay House Knock. Knock. Es war doch nicht Sinestro. Sie sehen sehr gewalttätig aus. Meine Sensoren haben Anomalien unter der Oberfläche entdeckt. Wir werden landen und nachsehen müssen. Okay, ich war doch falsch. Eine Art verlassenes Gefängnis? Invasoren von anderen Planeten haben es vor langer Zeit gebaut. Jetzt sind es Ruinen. Angsteinflößende Ruinen? Warum finden wir denn nicht mal einen verlassenen Spielzeugladen oder so? Okay, ich war doch falsch. Aber ich frag mich, was ist denn jetzt mit Sinestro, wenn der nicht hier ist? Wo ist er dann? Weil es ist ja nur noch der letzte Lantern, den wir hier finden müssen. Wo ist Sinestro? Der gelbe meine ich nämlich. Also, das frage ich mich jetzt ziemlich. Und warum ist die Kamera so behindert? Na gut, gehen wir einfach weiter. Vorsicht vor dem Abgrund, Leute! Sieht ziemlich tief aus! Ich kann vorausfliegen. Passt auf! Ein Monster! Nur eine Spinne. Wir sollten sie beiseite schaffen, ohne sie zu verletzen. Mann, alter Cyborg, du bist auch echt ein Weichei, oder? So. Dann werden wir erstmal hier die ganzen Viecher hier weghauen. LOL. Das war ja ein geiler Angriff gerade. Mir auch gleich. Gut, weg mit dem Vieh. Steht im Weg. Ja, kannst du nicht mal krabbeln? Ja, geh bloß weg. Gut. Schon mal frei von aller Gefahr. Gut, dann muss ich das hier nur noch entfernen. Und hier meinen Sensorenblick aktivieren. Ja. So, alles muss eine gleiche Form sein. Ach! Ah. Gut, war jetzt auch nicht schwer. Bitteschön, Jungs. Wo ist schon wieder der Cyborg? Oh, ich bin schon immer tot. Guck mal, da oben ist ein Minikit. Warte, da komme ich mit Manhunter doch ran. Hä? Ah, ich wollte schon sagen. Okay, da komme ich aber nicht ran. Ah, oh Mann, naja. Oder hat er den Leuchtenanzug? Guck mal, er leuchtet doch selber. Hm. Weird. Egal, einfach weitergehen. Oh, noch mehr von diesen lilanen Viechern. Ich glaube, das ist Indigo 1, die weise und barmherzige Anführerin des Indigo-Stammes. Verschwindet von hier, ihr großen, hässlichen, stinkenden Idioten! Ey! Oh, die scheint aber alles andere als weise oder barmherzig zu sein. Indigo 1 wurde bestimmt wie alle anderen beeinflusst. Wir müssen ihr folgen. Verstanden! Die ist ja ziemlich toxisch. Vielleicht finden wir
Ja, das müssen wir sofort. Erstmal weg mit euch. Ich weiß nicht, was sie gegessen hat. Warum die uns so hasst. Junge, ich will doch nur deine Kräfte. Mehr nicht. Ist denn so schwer zu verstehen? Guck mal, Männer, da hol dir mal die Münzen hier. Und hier sind sehr viele. So, was müssen wir denn hier machen? Ah, ich sehe da Metall, warte. Na komm, roller das weg. Ich befreie dich, Skelett. Nein, du sollst das da... Du sollst das da oben anvisieren. Genau. Au, Feuer auf meinen Kopf. Aber wir haben ja zumindest noch so einen Helm auf. Eine Statue von Abin Sur, Gründer des Indigo-Stammes. Ich dachte, er wäre ein Green Lantern gewesen. Warum hat der Indigo-Stamm eine Statue von ihm? Ich bin kein Lexikon-Flash. Wir müssen uns darauf konzentrieren, durch diese Türen zu kommen. Wäre schön, wenn Manhunter ein Lexikon wäre. Der weiß ja eigentlich sehr viel. Okay, welche von diesen drei Türen gehen wir jetzt? Ich gehe erstmal zu der. Okay, das war schon mal falsch. Ich gehe zu der. Okay, dort hinten müssen wir rein. Hab's kapiert. Ich glaube, wir sind eingeschlossen. Dann gibt es wohl keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück. Aber es ist irgendwie viel länger als alle anderen Levels, oder? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Aber gut. Machen wir daraus alles, was wir können. Und machen wir das hier mal auf! Jawohl. Oh, ein Minikit, jawohl. Oh, 1 von 5. Ach, müssen wir das auch noch kaputt machen? Guck mal, da gibt's ja auch noch was. Da unten kann ich auch Gedankenkontrolle machen. Und erstmal sterben. Hier mein Sensorenblick wieder. Und da kann ich... Da kann Cyborg mal reinhauen. Ich hätte es auch mit Manhunter gemacht, aber... Cyborg sieht so ein bisschen cooler aus. Was war das denn? Jetzt geht doch mal weg hier. Kann ich nicht hier jetzt mit dem Elektroanzug durchgehen? Ja. Das ist ein Schlüssel, seht ihr das? Aber ich komme da leider nicht ran. Gegner, weg mit euch. Da kann ich auch rein, oder? Ja. Okay, da unten kann man noch lang. Da kann ich das aufsprengen. Du sollst da... Nein, du sollst das da... Alter! Cyborg! Oder soll ich zuerst den Strom erstmal deaktivieren? Da muss ich da hoch. Okay, okay. Jetzt sehe ich es erst. Ja, war schwer zu sehen. Hallo? brauchst eine Lupe dafür. Jetzt. 3 von 5, ja. Fehlen ja nur noch 2 davon. Nein. Du sollst den Strom da deaktivieren. Warum brennst du denn jetzt dort? Das ist aber nicht geil. Gut, dann können wir dort hinten auch noch was bauen. Was Flash wieder benutzen kann.
Nee. Flashman. Okay, und jetzt habe ich da so einen Fahrstuhl. Warte. Ey, bevor wir weiter hochgehen. What the fuck? Ich war das da unten. Oh Mann. Ein Hunter. Nutz Gedankenkontrolle. Genau. So, was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich jetzt habe ich den Strom deaktiviert. Müsste da eigentlich wieder rüber. Boah, der Sprung war risky. Haha, das ist risky. Okay, jawohl, ein Charakter. Also das hat sich gelohnt. Okay. Da vorne könnte man es ja eigentlich auch noch holen, wenn Cyborg kommt. Ich glaube, in diesem Level gebe ich mir einfach mal ein bisschen Zeit. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, Flash, wo ist Cyborg? Ich brauche ihn auch. Der stirbt die ganze Zeit. Willst du mich verarschen? Ach nee, der ist immer noch hier unten. Schnell runter. Komm doch wieder rauf. Komm. Spring. Ah, kann ich auch schon von hier aus, oder? Hä, wieso hat er es mir da gerade angezeigt? Alter, bin ich blöd. Ich brauche, glaube ich, erstmal von Cyborg den Fliegenanzug, aber ich habe nichts, wo ich das aktivieren kann. Also, ich brauche ja diese Station, damit er tanken kann. Na, schade. Ja, nee, dann müssen wir das erstmal im freien Spiel machen. Geht das jetzt noch nicht? Hat dieser Fahrstuhl nervt. So komische Geräusche. Gott. Jetzt machen wir mal hier den Käfig auf. Und wir bauen erstmal so ein Elektro. Generator. Damit wir hier die Tür öffnen können. Hier hinten ist nichts mehr zu finden, oder? Wir müssen doch noch diese Skelette kaputt. Da würde ich schon sagen. Gut. Aber eins fehlt ja nur noch. Nicht, dass ich das hier verpasse. Zählt das da unten auch? Nee. Hab ich eins verpasst? Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann können wir ja weitergehen. Alles safe, also weiter. Hört auf, mir nachzulaufen, ihr unglaublich nervigen Versager! Woher kennt sie dich so gut, Cyborg? Ey! Oh, Alter, habt ihr den Diss gehört? Hard Disrespect. Junge. Ja, das war ja mal hart. Junge. Okay. Ist das nicht die letzte Dings? Nee. Ist das letzte Skelett? Muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht hier oben rum? Nee. Jetzt hab ich das jetzt wirklich verpasst. Ah, jetzt brauchen wir zwei Leute, die da draufstehen. Öffne die Tore! Okay, da und dort. Hab verstanden.
Ah, Gegner. Kann ich überhaupt nicht leiden. Oh, das gibt sehr viele Coins. So viele Coins. Und hier gibt es auch noch ein paar Coins. Nehme ich alles mit. Da, die Energiebatterie ist voll kaputt. Haben will ich sie trotzdem. Cyborg, wenn du sie reparierst, könnte das dieser Welt helfen. Unerträglichen Ansammlungen von Peinlichkeiten! Schnapp sie! Verschwindet von hier, ihr großen, hässlichen, stinkenden Idioten! Die Hauptbatterie. Sie erfüllt den Indigo-Stamm mit Mitgefühl. Also sind sie ohne die Batterie wieder böse? Ein ganzer Planet voller skrupelloser Krimineller? Das wird ja immer besser. Sowas will ich doch gerne. Aber nicht so eine Bitch, die die ganze Zeit uns beleidigt, Alter. Obwohl sie selbst eine schlimme Tante ist. Du siehst scheiße aus. Mann! Nee, treffen! Zu schnell. Ich glaube, ich muss sie anlasern. Ja. Hätte ich gedacht. Ich bin so ein Genius. Ich wusste, dass man das machen soll. Ja, was machst du da? Hör auf! Fangt mich doch, wenn ihr könnt! Ihr wertlosen, jämmerlichen, langweiligen Verlierer! Ich verstehe, dass sie kein Mitgefühl hat, aber muss sie uns die ganze Zeit beleidigen? Du hast es gescheckt. Sie ist halt ein ganz normaler Hater. Und krass, dass ich das auch mal wieder ertragen muss. Oh Mann. Ich dachte, ich hab's nicht mehr mit Hatern. Aber sie kommen immer wieder. Schlimm in dieser Welt. Wie bekommen wir sie hier runter? Ja, auch wenn da irgendwie so ein Gruß an uns zu machen und mal hier runterkommen. Ah, da kann ich wieder was bauen. Aber ich probiere es bisher noch nicht. Sie sieht wirklich hässlich aus. Was war das denn? Komm, ich will sie alle gleichzeitig lasern. Ja, 5 Multiplikator. Weg mit euch. Gibt's denn hier nicht? Oh, hier hin geht's ja noch weiter, Alter. Lol. Hätte ich das hier nicht gesehen, ich glaube, dann hätten wir niemals 100% machen können. Warte. Ein Minikit. Jawohl. Gut, weiter geht's nicht mehr. Guck mal, ich will aber noch die Leiste da voll machen. Die Stats-Leiste. Jawohl, Wahrheit. Gut. Jetzt heißt es Ende. Mit deinen Beleidigungen. Komm jetzt runter dort. Ich hoffe, dass Indigo 1 noch etwas Empathie übrig hat. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, sonst hole ich meine größte Beleidigung raus, dass du dich richtig schlecht fühlst. Oh, die sind mal viele 4 Teile. Kein Problem. Von Herzen voller Mitgefühl.
dass ihr unsere Batterie gerettet habt, Gerechtigkeitsliga. Wir waren nicht ganz selbstlos. Wir brauchen eure Energie auf der Erde. Ihr habt die Gewalt in unseren Herzen bezähmt und sie wieder mit Empathie gefüllt. Ich biete euch sehr gerne meine Hilfe an. Malz! Ich finde ja toll, dass sie so davor die ganze Zeit richtig gepisst war und uns töten wollte und die ganze Zeit Beleidigungen gesagt hat. Aber jetzt auf einmal, ach ja, weil unsere Energiestation da wieder gerettet hat und weil wir wieder Energie haben, ist alles wieder toll und ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Das war so klar. Aber okay. Das kann ich so... Ich kann es noch so akzeptieren. Es ist komisch, aber ich akzeptiere es so. Ja, Indigo 1, die werde ich niemals spielen. Und Black Hand. Den haben wir gefunden. Und damit haben wir jetzt 30 goldene Steine. Nice. Und Geschichte fortsetzen. Sieht aus, als würde mich dieser Käfig aufhalten. Es sei denn... Ja, nach meinen Berechnungen haben meine Feinde eine Möglichkeit nicht in Betracht gezogen. Was? Der arme Hawkman, der da unten immer noch rum... rumsäuselt. Gut, ist jetzt hier nicht ein Finale oder was nun? Ach nein, jetzt kommen wir zu Sinestro. Okay, nach allen anderen kommen wir jetzt zu Sinestro. So ein Quark.